Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total Warhammer 2 und Himmelgott ist ja gut. Ich weiß schon, warum ich hier immer weg scroll, ey. Geh ich wieder rein nach ein paar Tage Pause und werd gleich wieder angeschrien. Dankeschön. Und ja, die wunderbare Situation, die wir hier haben. Oh, Mann. Mit Mazzamundi, der immer noch vor den Dunkelelfen steht. Stimmt, mit dem werten Herrn Cheddar hatten wir ja, glaube ich, noch vor, die Armee aufzustocken. Du wolltest ja, glaube ich, noch ein paar Saurier drin haben. Megan Fox wollte ja hier noch die Wiederbelebungssaurier haben. Und dann ist hier eigentlich auch erstmal alles gut. Dann könnten wir ja eigentlich auch mit der Armee hier unten, wollt ihr schon die Richtung, ne? Ne, Moment. Ne, ich glaube, das war die Armee. Ich glaube, diese war das doch, die ich da runterschicken wollte. Ich bin gerade überlegen. Ne, Moment. Hier waren wir mit dir. Stimmt, du solltest ja Tlax wiederholen, dass mir hier so hinterrücks weggeredet wurde. Jetzt erinnere ich mich wieder. Yassik, was mache ich mit dir? Arcana Vasal. Du kriegst aber auch einen Feuerball. So ein... Ah, und da er auf seinem schönen Reittier hier ist... Ja, warum nicht, ne? Da kannst du viermal einsetzen. Ich meine, die Feuerbälle sind jetzt nicht ultra, aber die haben eine richtig schön hohe Reichweite. Genau 300 Meter. So eine kleine Artillerie. Damit kann man effektiv was rausbomben. Kann man mitnehmen. Würde ich auch tun. Geschossresistenz werden auch noch ganz wichtig. Genau wie die Unsterblichkeit. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich dir gerne geben will. Trollex. Hallöchen. Trollex reitet doch auf seinem Maschinengewehr, Stegadon, ne? Da kann ich ihm durchaus ein bisschen mehr... Ich meine, beides ist cool, ne? Weil ich meine, er ist jetzt im Nahkampf sehr, sehr stark. Aber wenn er gleichzeitig mit seinem Maschinengewehr gut reindackert, das ist beides lohnt sich gerade alles bei ihm noch mitzunehmen. Machen wir erstmal tatsächlich seinen Geschossschaden hoch, dass er... Sagt er, macht den Waffenschaden hoch. Geschossschaden hoch, dass er mit seinen... Rattentatas-Dinger noch ein bisschen... reinhaut. Der Arti. Ja, Mazdamundi. Warum gibt's ja eigentlich... Naja, stimmt. Einheit angreifen. Fataler Fehl... Warum? Warum muss, selbst wenn keine Agenten da sind, warum muss der mir immer abhauen? Boah, okay, aber du kommst wenigstens zurück. Die Westen mit noch fünf. Ich glaube, das ist der Armee, die wollen mich einfach in Grund und Boden schreien, bis ich aufgebe, einfach nur. Ist okay. Meine Güte, ey. Mein Saurushornnacken, der will einfach nicht da. Den muss ich jedes Mal wieder neu hinziehen, selbst wenn keine feindlichen Agenten da sind. Wie unfähig kann man eigentlich sein? Ah, Ritual verfügbar. Und das ist wirklich dauerhaft? Ist es dauerhaft? Nee, 10 Runden lang, ne? Aber es könnte mir schon was bringen. Ich könnte es jetzt machen. Dann kommt aber das Chaos zu mir. Aber es ist nicht so, als hätte ich nicht Armeen da, um das abzuwehren. Komm, wir machen einfach mal. Das Ritual ist im Gange, mein Herr. Auch wenn Sie zusammenarbeiten, wird die Vollendung eurer besten Adepten etwas Zeit kosten. Ja, Hallöchen. Die Macht des Rituals ist so groß, dass sich selbst der große Marschstrom unter seinem Einfluss verzerrt. Oh nein. Doch habt Acht. Alter. Wenn der Marschstrom geschwächt ist, schlüpfen die Mächte des Chaos in diese Welt. Bereitet eure Verteidigungen vor. Sie werden zweifellos von der Macht des Rituals angezogen. Alter, ist ja gut. Shit. Shit. Ich brauche noch zwei Runden, bis mein Christ... Mann. Ob das so eine gute Idee war, das jetzt gleich zu machen, während ich hier noch beschäftigt bin und meine Saurier noch ein bisschen... Ah, so schade es ist um meine Kristalle der Wiederbelebung, aber komm, dann machen wir hier schnell mal kurz mit Meganox. Alter Falter. Der hat Warp-Flammenwerfer dabei, das darf ja wohl nicht wahr sein, sogar ein Katapult, komm.
Das Ding muss man führen. Dann muss ich noch ein bisschen auf meine Kristalle Wiederbelebung verzichten, weil ich brauche jetzt die Initiative. Ich muss jetzt die Initiative ergreifen und da reinwatzen. Schade um meine Bastiladons. Aber hey. Da kann der werte begeisterte Mengelux doch auch nichts für. Wir haben zumindest ein bisschen Artillerie dabei, um die feindlichen Seuchenkatapulte ein bisschen zu beschädigen. Die Warpflammenwerfer hätte ich im Vorhinein auch so weit beschädigt, wie es geht. Die Ratten sollten nicht ein Problem sein. Selbst die Sturmratten sollten gegen meine Sauruskrieger keinen großartigen Stich sehen. Schleuderer und so, Gossenläufer und so Zeug ist jetzt auch nicht so das mega heftigste. Ich glaube, dass sich der Gegner einfach festtritt. Ha! Wald sage ich nein. Aber so lasse ich es mir doch gefallen. Dann, meine Saurier werden sich größtenteils mal so aufstellen. Bis auf die, die jetzt im Nahkampf Unterstützung leisten sollen. Meine Ehrwürdigen. Genau. Die können einfach mal so mit. So. Ihr könnt ja ein bisschen mit den Flanken nochmal mitlaufen. Ich glaube zwar kaum, dass die jetzt großartig Stress machen werden, aber ich tue es einfach mal. Ihr lauft mir mal in einem Tempo, in einer Formation. Nach vorne. Während mir die Saurier mal auch erstmal mitgehen und von hier dann wenigstens vorhin, weil sie hier Sichtlinie haben. Das ist das Wichtige. Gegen die Warpflammenwerfer müssen wir aber was tun. Gerade gegen die Skaven könnte sich der Kettenblitz aber auch gewaltig lohnen. Du musst mal ein bisschen hinne machen. Spielt mal ein bisschen schneller auf deinem Thron. Ja, ich sehe schon, was da hinten angefahren kommt. Aber da die noch im Wald sind, können die eh nicht gescheit schießen. Da habe ich jetzt gerade die Initiative. Hola, Skinks. Da schießen sie trotzdem schon. Ihr Penos. Ja, genau. Oh, ich freue mich schon auf den Kettenblitz. Und ich kann sogar Bestien holen. Beschwört einen Skinkpriester. Really? Beschwört einen Skinkpriester in den feindlichen Katapulten. Ist okay. Hat jetzt, glaube ich, nicht so viel gebracht. Ist mir aber egal. Komm, hau drauf. Ich will das Katapult behindert haben, bis ich da bin. Mehr soll es gar nicht sein. So weit seid ihr doch nicht vor. Seid ihr des Wahnsinns. Okay, vorwärts. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Der Kettenblitz kugelt rein, kegelt rein. Kavambungelt. Hola, Skinks. Kommt schön auf die Warpflammenwerfer schießen. Ich sag der Warpflammenwerfer. Die sollten doch eh nicht richtig schießen können, weil ihre eigenen Truppen im Weg sind, oder? So. Mein Priester ist nicht sehr viel angerichtet, aber... Aussage abgeschlossen. Machen wir nochmal einen Kettenblitz hier rein. Oh, der könnte gut sitzen. Ui, lecco mio. Ja, da gehen die Kills nach oben. So, schön in die Gegner rein. Oh, ein paar Rattenoger. Gut, dass wir noch Unterstützungseinheiten hier haben dafür. Ach, da sind die Gegner sogar schon auf uns aufgesprallt. Aber sollte nicht das Problem sein. So. Ach, da lebt er sogar noch. Mein Glückwunsch. Geh mal schnell wieder zurück in den Kampf. Knock, knock. Wer ist da?
So, ihr, genau. Ihr macht einfach mal schön mit im Kampf. Hier, du gehst mal schön auf den Kommandanten. Sollst du ja mit dem Bonusschaden gegen Infanterie gut Damage machen. Wenn er weg ist, ist es eh mit der Moral im Keller dann. Genau, ihr geht mal auf die Katapulte. Mein zweites Stegadon versucht mal ein paar der Fernkämpfer zu jagen, weil das... Die sollt ihr eigentlich kriegen von der Geschwindigkeit her, oder? Eigentlich soll es drin sein. Und selbst wenn sie wegrennen, haust du mit deinem Maschinengewehr drauf. Das passt schon. Das passt. Die ladet schon. So, mein Bonusschaden gegen Artillerie ist nicht so wichtig. Ich hau mal hier ein bisschen rein. Kann ich nicht auch ein bisschen heilen? Nee, das konnte, glaube ich, nur mein... Oh Mann, ja. Deines Windstößchen. So, du hilfst meinem Kommandanten. Das hier ist eigentlich soweit gemacht. Ihr jagt mal die Ratten ein bisschen weiter und dann ist gut. Wie gesagt, selbst die Sturmratten sollten kein allzu großes Problem darstellen gegen unsere Sauruskrieger. Ein Sauruskriegertrupp hat ein paar kleine Probleme. Aber das sollte sich bald regulieren. So. Hier kommt man mit in die Richtung. Mit dem Kristall der Wiederbelebung könnten wir unsere Verluste noch weiter reduzieren. Seelentilgen. Machen wir mal. Ah, stimmt, das war der Geschosszauber. Sollte eigentlich ganz gut reinwämsen hier. Wämst, sag ich nur. Das war meine Nullnummer. Nee, ah, jetzt kommt er. Oh ja, der hat auch gesessen. Ja, 140 Kills mittlerweile, das ist schon okay. So, die werden jetzt komplett von der Karte verschwinden. Die Warpflammenwerfer hauen gerade noch ein bisschen rein, aber die sollten jetzt auch bald weg sein. Da beschwimmen wir mal eben noch ein Priesterchen. Nur um die Gegner ein bisschen im Nahkampf zu binden. Diese Gossenläufe müssen ja nicht so viel Schabernack treiben. Nicht unbedingt. So, du kommst auch mal ein bisschen näher. Ihr kommt auch mal mit rüber. Oh. Eigentlich sollte ich jetzt echt überlegen, ob ich bei meiner Armee, so wie ich sie jetzt aufgestellt habe, überhaupt so viele Artillerie haben will. Ob ich nicht mehr ehrwürdige Sticker sonst mache oder irgendwas, was eher für Sturm geeignet ist. Obwohl, auf die Weise, wenn jetzt nicht immer so viel Wald im Weg ist, funktioniert das auch so. Jetzt wollte ich halt stürmen. Um den Gegnern... gerade mit den solchen Katapulten nicht so viel Spielraum zu lassen, weil ich hasse die Dinger. Selbst wenn es nur eins ist, das kann böse Aua verursachen. Warum haben die Gegner immer noch verhältnismäßige Chancen? Die sind doch nur noch am Wegrennen. Ja, die rennen jetzt außerhalb der Map. Dann haben sie auch die Schattenläufer nicht mehr. Sorry, Leute, aber ihr seid gerade wirklich mitten dabei, in eine Falle zu laufen. Wie die Ratten in der Falle, ne? Wer hätte es gedacht? Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Klar, mein Sauruskrieger könnte es allgemein ein bisschen besser gehen. Aber passt noch. Ja. Lief ganz okay. Sehr viel Schaden können wir eh nicht mehr machen. Gut, dann heilen wir gleich mal ein paar Truppen. Drücken wir auch mal nach. Ich würde sagen, der tritt sich fest. Ja, wie gesagt, wegen dem Wald und allem Möglichen. Und weil, gut, ich am Anfang habe ich die richtig bescheuert reingeschickt. Na, 12%, da ist es ordentlich. Ich habe ein bisschen gesegnete Brut, die ich jetzt reinhauen kann. Feueregel. Ah, Feueregelbuller sind auch richtig, richtig sexy. Oh, wenn ich den jetzt angreife, ist dann Verstärkungsreichweite da drüben?
Kommt dann diese Armee dazu? Ich könnte dich ja sogar auf Luftwaffe machen, ne? Wäre auch eine Idee. Ich meine, was war denn da, glaube ich, Bestienreiter, ne? Nee. Was war's für die... Terranreiter, Kampfechsen. Ja, das zählt mit dazu. Dann kannst du eben auch deine Reiter mit dabei haben. Dann nimmst du eben deine anderen Tollen mit. Dann kriegst du die erstmal. Einfach, dass die Armee voll ist. Der kriegt noch ein bisschen dazu. So. Alleine, oder? Ja, allein. Boah, sind die Chancen echt so schlecht? Ja, ganz ehrlich, bevor ich hier jetzt große Verluste mache, schlagen wir das schnell. Weil wenn ich das Ding jetzt nicht schlag, ja, dann herzlichen Dank, dann könntest du mir einige Einheiten so stark wegflexen, dass ich muss hier ein Momentum aufbauen und will über die gesamte Chaos-Invasion rasieren. Es tut mir leid. Aber rasieren ist mein zweiter Vorname. So, mal so ausrichten, dass der Wald wieder nicht so im Weg ist. Diesmal hat er nur ein einziges Warp-Katapult. Eigentlich sind die Reiter wirklich unglaublich praktisch, um dann einfach mal feindliche... Skink. Ja, das sind Schweizer Skinks einfach, ne? Oh. Passt so. So, meine Artilleriesaurier. Ja, super. Wie weit kann ich feuern eigentlich mit dem Zauber? 200 Meter. Das ist genug. Dann gleitet unser Model mal voran. Holla, Skinks. So, ihr geht ein bisschen näher, dass wir gleich schon mal mit der Artillerie bomben können. Ich werde selbst mit meinem geschmeidigen Körper hier die Artillerie ein bisschen auf mich lenken. Das ist ein einziges Katapult. Selbst wenn es mich trifft, wird es nicht so schlimm schaden. Jetzt müsste ich gleich einfach One-Hit umfallen, ne? Ich bin auch noch mitten reingeflogen. Ja, super, danke. Ich muss nur mit meinem Zauber... das Ding treffen. Wenn das der Fall ist... Ich versuche, ein bisschen zickzack zu gehen, ja. Das allergrößte Problem ist... Da, das war richtig schön verfehlt. Wutz, Junge. Bam! Genau da drauf. Wenn ich das Ding zerstört bekomme, ist alles gut. Komm, kaputt! Ja, Wolska! Damit hat der Gegner keine Katapulte mehr. Ich gehe mal wieder. Tschüss! Nein, lass doch eine friedliche Kröte einfach hinfortschweben. Mein Cetus Blitzus kommt mal etwa dahin. Ich glaube, das könnte sich sehr gut ausgehen. Das ist da volle Kanne durchrasiert. Oh, yes, 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 yes. Wie viele Kills waren das jetzt? Oh ja, das war gerade ordentlich. Hola. Hui. Laola-Welle. So, meine Lieben. Wir können jetzt mal unsere Terrorreiter ein bisschen rumschicken. Warum willst du den rumschicken? Machen wir mal noch das Ding rein. Wie, du musst da näher ran für... Wutz! Nicht schlecht. Sag mal, wie nah musst du dafür? Geh mal sofort wieder zurück. Ja, genau, bevor du dich hier angesprüht lässt. Junge. Okay, ich würde mal sagen, unsere Saurus können in den Nahkampf. Oh nein, allein, dass der Gegner schon ein bisschen abgelenkt ist. Wie kommt näher?
Der Gegner schießt sich jetzt auch gerade selbst mit seinen Warpflammenwerfern an. Ihr böllert mir mal auf die feindlichen Schleuderer. Die nerven mich echt noch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Salatskink, ja, alles klar. So. Moment, ihr seid hier mit den. Ihr seid hier mit dem Maschinengewehr. Ich muss denen mal eine eigene Nummer geben. Die sollten viel mehr als Sturmpanzer quasi dienen. Neben ihren Dacker hier. Ist natürlich auch cool. So, die Gegner sind jetzt eh gerade am Zurückziehen. Das heißt, sobald sie aufgeben, ist die Armee vernichtet. Oder war nicht sogar... Oh ne, ich glaube, Skaven hatten sogar irgendeine Besonderheit, dass sie sich mehrfach zurückziehen konnten oder so. Egal, dann habe ich mehrfach Möglichkeiten, meinen Truppen hochzuheilen. Aber ein Heilungstopper wäre trotzdem hier nicht schlecht. Dass ich mich zumindest mit meinem Kommandanten hochheilen könnte irgendwie. Suras. Lusty Chocolate. Das wusstest du doch, das ist eine Schweizer. Lusty Chocolate. Wahrscheinlich so halb Schweizer und halb aus Hawaii oder so. Das ging's in der Nutshell wahrscheinlich. Ihr entkommt mir nicht. Wutz. Wir können natürlich auch eine halbe Armee nur aus ehrwürdigen Stegadons machen. Die kriegen dann erstmal hier Salben ins Gesicht und werden dann noch zerquetscht. Das wäre auch lustig. Oft wird zwar teuer, aber es wäre lustig, ne? Teuer, aber lustig. Das ist mein Motto. So, so reichen. Kriegen wir hoffentlich nochmal wieder Verluste zurück. Jetzt sind meine Bastiladons halbwegs okay dabei gewesen. Und nochmal 8% Einheiten, sind wir wieder fast auf voll. Oh, dann können wir gleich in die nächste Armee. Ist ja nicht so, als hätte man nicht mehr noch viel zu tun. Oh mein Gott. Und danach würde ich mich fast gerne nach Hexoatl erstmal zurückziehen. Denn... I think not. Er hat Außerkörner, der hat Chaosritter mit Lanzen. Wenn mich beide Armeen stürmen, bin ich am Arsch. Der gute alte Putin, Mutin. Oh, wir führen mal wieder eine Schlacht. Die letzte ist ja schon eine Weile her, ne? Hä? Danach Marschstellung und zurück in die Hauptstadt. Und ich versuche den Gegner zumindest mit einer gar nicht so. Wenn er mich jetzt auf offenem Feld mit seinen zwei Armeen angreift, bin ich ziemlich am Pöpö. Was ist denn das schon wieder für eine Map? Mann. Ich stelle mich hier hinten auf. Sass. Die ehrwürdigen Stegadons stellen sich jetzt mal so auf. So, wenn das alles, was mit Artillerie zu tun hat, hier mal hier so in etwa steht. So, du könntest echt mal ein bisschen Leben gebrauchen oder eine Regenerationsfähigkeit oder sonst irgendwas. Links lang, bitte. Hier geht man so weit außenrum, wie es geht. 160, wie weit kann feindliche Warp-Katapult eigentlich schleudern? Gut, ich bin ja der Angreifer. Kein Wunder, dass der Gegner nichts machen will. Ich möchte aber nicht in dieses blöde Flachland kommen.
Was hat der Gegner? Sturmratten, Hellebarde, Clanratten, Schattenläufer, Schleudern. Die sind immer noch und die haben 140er Reichweite sogar. Solchen Katapult sogar 400, die Outrange nämlich ebenfalls. Mann! Schön, dass ihr eure Flanken schützen wollt. Das hilft bei den Reitern aber nicht so viel, ne? Oh, lululululu. Sorry. Wir haben geschlossen. Holla. Shit, das war ein Treffer. Okay, sieht so aus, als hätte ich keine Wahl. Wir müssen da näher ran. Oh Mann, mitten durch dieses blöde, unebene Gelände. Aber der Gegner will nicht zu mir und ich krieg ihn... Na, Gegner hat auch mehr Reichweite als ich, ne? Ich krieg ihn nicht gescheit gelockt auf diese Art und Weise. Sagt mal. Und dann hat er auch noch das Schwein, dass der keinen einzigen Baum trifft. Komm, ihr schießt mir mal auf die Seuchenkatapulte. Meine Sonnenmaschinen schießen auf die Schattenläufer. Die werden sowieso immer wegrennen. Was machen die normalen Schattenläufer? Werfen die mit Steinen oder was, weil die keine Schleudern haben? Die haben ja trotzdem einen Reichweitenbonus. Oder haben die so eine Handarmbrust oder so? Irgendwas in der Richtung? Hm. So, jetzt kommen die Gegner zu mir. Sehr gut. Jetzt kann ich die vielleicht mal ein bisschen... Ah ja, aber wirklich, meine mit den Ballisten, die können echt gut Katapulte kontern quasi. Wutz. Machen wir trotzdem ein kleines Artilleriegefecht. Das ist das Problem mit den Sichtlinien. So, ihr holt euch jetzt trotzdem mal die hier. Einfach nochmal normal aufstellen, das Ziel nochmal resetten. Wir haben Schilder, die Gegner sollten nicht zu viel Schaden machen. Ach, verdammt. Weg, 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 weg. Stürmen. Den Ansturmbonus zumindest irgendwie auszunutzen. Aber gut, kein Problem haben wir. So. Meine spaßigen Freunde gehen mal auf die Gossenläufer hier. Herein. So schön, so ein bisschen in die freie Stelle hier rein. Da kannst du dich wenigstens ein bisschen toben. Und dann trotzdem nicht die eigenen Truppen, alles klar. Das war geplant. Machen wir wenigstens die Truppen, wenn wir sonst gerade nichts können. Nicht, dass ich sonst nichts kann. Ihr wisst, wie ich es meine. Machen wir wenigstens den Zauber gegen die Artillerie, weil der ist wenigstens präzise. Genau, deswegen ist er gegen Artillerie. Macht er trotzdem Schaden, so ist es nicht. Ich beschwöre mal wieder ein Priesterchen rein. So, meine Saurus, sie machen den Kriegsherr gerade ganz gut platt. Das gefällt. So, ihr helft mal auch ein bisschen gegen die Gossenläufer mit. Genau wie du, mein Freund. Du wirst da auch gerade sehr gebraucht mit deinen Feuerstößen. Was haben wir hier überhaupt?
Oh, Geschwindigkeitswaffen. Oh ja, oh ja. So, den Kometen. Du kannst ja mal ein bisschen fegen. Wutz. So, meine ganze Artillerie feuert mal auf die hier, sofern ihr da noch was trefft. Dö, dö. Dö. Im Hintergrund noch die Artillerie feuern. Ja, wartet. Für euch habe ich noch ein paar Bomben. Ich schwöre. Ja, ihr entkommt mir nicht, meine Freunde. Yes! Wutz, Junge! Nicht schlecht. Brot von oben. Na ja, super, den darf ich dann auch wieder jagen. Lass mich raten, die Schlacht müssen wir dann auch nochmal führen. Das ist dann nächste Folge, es tut mir leid. Aber vier Schlachten machen wir dann nicht in einer Folge. Irgendwo ist ja dann mal gut. So, meine Reiter können noch ein bisschen was erwischen. Machen wir das mal schnell im Durchlauf. Über noch ein kleines bisschen Bomben. Na, jetzt gerade beim in Waldgebieten weniger. Vielleicht kriegen wir die noch ein bisschen. Bum, 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 bum. Hey, ich krieg die sogar noch ein bisschen weg. Das sind sogar Sturmratten mit Hellebarden. Die zählen also sogar ziemlich gut für die Statistiken. Oh, ich glaube, mehr kriegt man nicht. Die alte, gute alte Mutin. Nur Mutins Pudding schmeckt wie Mutis Pudding. Denn sein Pudding will ich, glaube ich, nicht probieren. Wenn ich so genau drüber nachdenke. Nochmal Einheiten verstärken, was ich hier an Geld wahrscheinlich bekomme die ganze Zeit. Das ist auch nicht ohne. Gut, wir können auch in den Monolith der gefallenen Götter reingehen. Oh, alles klar, ich würde mal sagen, an der Stelle sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge wieder.